Vielen Dank für die sehr, sehr nette Anmoderation und für die Einladung und die Chance, überhaupt hier zu diesem Thema zu Ihnen zu sprechen, auch zu einem gemischten Publikum. Das macht viel mehr Spaß, wenn es nicht nur ein akademisches ist. Und ich kann mich eigentlich Undine Giesecke anschließen. Auch bei mir ist es ein Leib- und Magenthema. Und Sie sehen schon, ich gehe es auch ein bisschen anders an als meine Vorrednerin, indem ich mich nämlich hier auf relativ lokale Fälle beziehen werde. Damit komme ich auch einem Wunsch der Organisatorinnen entgegen und fange mal an, wie ich überhaupt die vielen Wünsche aufgenommen habe. Nämlich, da wurde ich angeschrieben, ich soll doch zur Reflexion und Diskussion aktueller Ansätze beitragen, der Transformation und Gestaltung von Naturenkulturen in der Stadt, die als neue urbane Konfigurationen, also da sehen wir schon, das ist einer der ganz wichtigen Ausgangspunkte von Frau Giesecke, von dem Projekt und auch von mir, diese Naturenkulturen sind offensichtlich dynamisch und irgendwie nur ein komplexes, auch flüchtiges Ergebnis relativ instabiler gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Das soll ich machen vor dem Hintergrund der spürbaren Auswirkungen des Klimawandels. Wir haben auch schon den Anthropozän-Begriff gehört. Ich werde mich aber auf einen sehr viel weiteren Begriff von Klimawandel und Anthropozän beziehen, als wir ihn gerade kennengelernt haben. Ich orientiere mich da auch ein bisschen am schon zitierten Bruno Latour, der sagt, das Klima, unsere Atmosphäre hat sich doch viel mehr gewandelt. Also nicht nur ist es warm geworden, sondern auch sozial erleben wir im Moment eigentlich das Wiedererstarken der Nationalismen, ein relativ rigides Durchsetzen von America First oder auch der Reduktion von CO2-Bilanzen. Also wir haben einen ganz umfassenden sozioökologischen Klimawandel. Das interpretiere ich also etwas weiter, als es gedacht war. Und das Ganze soll möglichst strukturell, ästhetisch und ökologisch geschehen. Das hat mich dann doch vor größere Herausforderungen gestellt. Ich nehme an, das zischelt so, gell? Geht es nicht so besser? Na, muss es näher dran? So? Jetzt ist besser? Okay, weil es nervt. Also ich versuche... Ich muss leise sprechen, ich bin zu laut. Also ich versuche, das dem auch gerecht zu werden. Für mich scheint das vor allem der Anspruch zu sein, mehr über Aesthesis. Also nicht so sehr ein epistemologisches Erkennen und Wissen heranzugehen, sondern eher mit einem Blick auf eine sinnliche Erkenntnis oder ein zeitliches Gewahrsein des Urteilens, des Gestaltens und des Lebens. Und da gibt es einen ganz witzigen Gegensatz zwischen einerseits Schelling, ein Münchner, der Ästhetik als die Versöhnung des entzweiten Geistes betrachtet hat. Also als eine Überwindung dieser Descartes'schen Trennung, ja, die ja auch der Natur-Kultur-Dichotomie zugrunde liegt. Und auf der anderen Seite Adorno, der sagt, die Ästhetik ist die versöhnte Darstellung des Unversöhnlichen.